Damit wäre eigentlich in Telvos so ziemlich alles erledigt. Rückkehr nach Zatrit Mora, ist das richtig? War es wirklich Zatrit Mora? Gäb's natürlich. Ich irre mich niemals, außer manchmal. Und dann aber richtig. Jetzt will ich aber auch den Markieren-Zauber auswählen. Ich werde direkt das Telvanni-Ratshaus markieren. Yay. Nordosten der Stadt war es dort. Ja. Ich komme mit froher Botschaft zurück. Ich bin im Besitz. Oder ich habe die Pestheilentränke abgegeben. Hallo Telvanni Ratshaus. Hallo Duda. Nelot. Nein, danke. Für wen habe ich die? Auf Arion. Genau. Wer ist dein Meister? Ja, wer ist denn dein Gönner? Ein Schlamm. Nein, danke. Neue Kleider. Nein, danke. Dann warst du doch richtig. Hab ich getan, ja. Adre ließ mich wissen, dass er mit den Tränken, die er ihm gebracht hat, zufrieden war. Bitte nehmt diese 500 Draken, die mein Gönner, Meister Arion, euch zum Zeichen seines Dankes schickt. Wie sieht's mit Beförderung aus? Ach, okay. Meister Arion möchte, dass ihr ihm eine Daedra-Haut bringt. Die heute verschiedenster Daedra-Arten erhält man von Daedras, die erst vor kurzem ins Reich des Vergessens zurückgekehrt sind, deren Körper aber noch hier verweilen. Wie erkläre ich das jetzt? Stellt's euch einfach unter dem Begriff Dämonen vor, die in einer anderen Dimension sind. Das ist sehr vereinfacht, aber... Auch Alchemisten bieten oft Daedra-Haut zum Kauf an. Ja, tun sie. Aber ich habe für diese Folge noch was anderes geplant. Und ich glaube, ich werde jetzt Telvanni mal kurz canceln. Pausieren, um es so zu sagen. Und nach wie wegreisen. Denn ich habe euch gesagt, dass jedes Fürstenhaus eine Schatzkammer besitzt. Und heute werden wir, Kraft des uns verliehenen Amtes, zu Mann und Frau. Nein, heute werden wir die Schatzkammer des Fürstenhauses Lalu ausplündern. Ich meine, was kann ich für euch tun? Wir haben mit dem Fürstenhaus Lalu ja ohnehin nichts zu tun. Wir sind in Telvanni. Von daher. Nun, was gibt es? Yay. Beste Grüße. Ah. Ich kann es nicht lassen. Schatzkammer ausplündern, das heißt, es ist besser, wenn ich vorher jede Menge Zeug loswerde. Dann wiederum ist ja nicht wirklich viel zum Loswerden. Die Seelensteine machen es nicht aus, glaubt mir. Das Tablett. Was kann ich für euch tun? Ich weiß jetzt nicht, ob jemand von euch handelt und wenn, dann wahrscheinlich nur Müll. Ja. Ja, sowieso. Da, da, da. Okay. Hoffen wir einfach, dass alles klappt. Wir setzen uns so einen Rückkehrzauber heute hierhin. Sogar direkt funktioniert. Beeilt euch. Ich bin dabei. Fremdenviertel. Jetzt müsste ich am einfachsten mit Levitation. Wird es klappen? Ihr könnt wetten, es klappt nicht. Es klappt eigentlich immer dann nicht, wenn ich sage, dass ihr wetten könnt. Vielleicht sollte ich das beim nächsten Mal beherzigen. Ich lasse euch nie wieder wetten, Leute. Es ist praktisch unmöglich, dass der Zauber so oft... Es passiert aber vor meinen Augen. Okay. Redoran, nein danke will ich nicht.
Haus Redoran hat auch eine Schatzkammer. Ich weiß nicht auswendig, was sich dort drin befindet, aber vielleicht ist das auch hilfreich. Vorerst will ich aber zuerst mal Lalu ausplündern. Und wenn ich so über die Mentalität des Fürstenhauses Telvanni nachdenke, wäre es auch sinnvoll, wenn ich deren Schatzkammer plündere. Hey, wir haben heute jede Menge zu tun. Aber ich mache erstmal Lalu. Wo war eure Schatzkammer? Nicht in den Kanälen, das weiß ich. Auch nicht hier. Bleibt in Bewegung. Schatzhaus. Schatzkammer, sage ich eben. Ich meine damit natürlich Schatzhaus. Sehr gut bewacht. Wie Wegführer. Solche Führer sind ziemlich hilfreich, weil sie einfach alle Orte einer Stadt auflisten oder eines Gebietes. So, wo bist du? Archive? Wollte ich in die Archive? Ich glaube nicht, dass ich in die Archive wollte. Ich warte. Worauf denn? Wir Meine sind Zeit in. ist kostbar. Fasst euch also kurz. Oh, vielleicht wollte ich ja doch in die Archive. Ich glaube, die meisten dieser Bücher bringen mir gar nichts bei. Es ist einfach nur, es ist so eine riesige Bibliothek. Nada. Gewölbe. Ich suche die Schatztruhen. Hier bin ich richtig. Okay. Bleibt in Bewegung jetzt. Geht weiter. Ziel 1 ist jetzt auf jeden Fall, diese Tür zu öffnen. Wie mache ich das? Ich brauche Mana. Dann lege ich das Zeug ab, das ich geklaut habe. Mein ganzer geklauter Besitztum. Ich glaube, die Indexe zählen auch dazu. Haut ab, ihr Gegenstände. Es sind so viele Seelensteine, ich weiß gar nicht, warum ich die mitschleppe. Die hätte ich eigentlich, zumindest die vollen hätte ich zurücklassen können. Fast den wertvollsten vergessen gerade. Speichern. Achte auf mein Gewicht. 146. Jetzt ist es gut. Ja. Geht weiter. Alle Türen öffnen war das. Ja, ich bezahle. Okay. 138, was haben Sie mir genommen? Habe ich das Wichtigste noch? Habe ich. Die anderen beiden Waffen habe ich in Balmora hinterlegt. Ich wette, es waren nur irgendwelche popeligen Tränke. Ich hoffe zumindest darauf. Bleibt in Bewegung. Und jetzt hoffe ich darauf, dass ich die Falle überlebe. Sagt, was ihr wollt, oder verschwindet. Ich hasse dich. Okay, ich habe die Falle nicht überlebt. Wie man unschwer erkennen kann. Das heißt, ich Telekinese. Wenn ihr die Ärger machen wollt, dann werdet ihr mehr bekommen, als euch lieb ist. Telekinese. Hütet euch. Wir dulden hier keinen Ärger. Ja, ist gut. Jetzt Ich mache euch keinen Ärger, keine Sorge. Oh Gott, jetzt muss ich. Mein Besitztum liegt immer noch dort. Heißt, das hier wird ebenfalls klappen wie schon zuvor.